Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute gibt es die neue Ausgabe der Hertha BSC Analyse. Und zwar werde ich heute das Spiel Hertha BSC gegen RB Leipzig, Endergebnis 1:6, taktisch analysieren. Wir werden einmal darauf blicken, was es auch für die kommenden Spiele bedeuten könnte. Und ich werde nochmal darüber reden, ob Korkut, Bobic wirklich die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Doch bevor ich damit beginne, noch einmal wie immer der Hinweis: Abonniert gerne den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr rund um die Bundesliga und Hertha BSC zu verpassen. Und sollte euch dieses Video gefallen, lasst gerne ein Like, weil ich würde sagen, starten wir jetzt sofort rein mit diesem heutigen Video. Ja, ich finde mal grundlegend muss man eben sagen, dass das Spiel am gestrigen Abend wahrscheinlich eines der schlimmsten Spiele allgemein war. Man muss einfach mal so sagen, ich kann noch nicht bei der Mannschaft einen riesen Vorwurf machen. 1:6 ist ein hartes Ergebnis und wird uns richtig zurückwerfen. Nichtsdestotrotz stehen wir in der Tabelle immer noch auf dem 15. Tabellenplatz und wir haben an sich gute Ansätze gesehen. Man muss eben sagen, gegen Leipzig habe ich nicht viel erwartet. Ich habe von vornherein gesagt, dass wir verlieren werden und so war es auch. Aber wie sich die Mannschaft phasenweise präsentiert hat, war es echt gut. Vor allem nach dem Start der zweiten Halbzeit hat man relativ viel Druck gemacht und konnte sich sogar die ein oder andere Torchance erarbeiten. Aber so, wie wir uns dann zum Ende präsentiert haben, so wie wir uns nach der roten Karte präsentiert haben, war es, ich meine, noch nicht mal gut genug. Fangen wir erstmal vorne an. Grundlegend muss man sagen, die ersten Minuten haben wir direkt die Systemumstellung erkennen. Wir sind von Typhoon Korkut angestammten 4-2-2-2 auf ein 4-2-3-1 gewechselt, welches sich dann im weiteren Verlauf in einem 4-3-3 entwickelt hat. Grundsätzlich muss man sagen, dass die ersten vor allem 15, 20, 30 Minuten vollkommen in Ordnung gingen. Man hat ohne zu glänzen die wichtigsten Dinge geleistet, man war konzentriert, man hat eine gute Disziplin aufgewiesen und hat vor allem in der ersten Halbzeit sehr sicher gestanden. Die Mannschaft hat sich auf die einfachen Dinge konzentriert und dann wirklich so ein solides Mittelfeldpressing aufgezeigt und ja, das war wirklich auf einmal ein wirklich gutes Spiel und dann hat man natürlich recht früh den ersten Gegentreffer kassiert. Aber auch dieser war natürlich vollkommen verdient, denn in der ersten Halbzeit hatte RB Leipzig 11 Schüsse, davon gingen 4 aufs Tor und man hat eben eine hohe Dominanz gesehen und man hat eben auch diesen gefährlichen Ballbesitzfußball gesehen, den Leipzig die ganze Zeit verwendet hat, denn Leipzig hatte 63% Ballbesitz in der ersten Halbzeit und wirklich hat uns phasenweise an die Wand gespielt, hatte in der ersten Halbzeit eine Passquote von insgesamt mehr als 91% und das zeigt halt eben nochmal, wie sicher dieses Team zusammenspielt, wie viele Automatismen da mittlerweile drinstecken und dass es für uns sehr schwierig war, sich durchzusetzen. Wir haben trotzdem sehr gegänzt, wir haben in der Defensive 10 Grätschen gemacht, 5-mal den Ball abgefangen, 8 Bälle geklärt und grundsätzlich kann man sagen, dass auch nach vorne teilweise gute Kombinationen zu erkennen waren. Meistens ist es dann aber eben an diesem letzten Pass gescheitert, der letzte Pass von Jovetic zu Belfodil oder von Darida zu Jovetic oder von Darida zu Belfodil war meistens immer sehr unsolide gespielt und somit hatten wir eben dann auch von dort aus keine gute Passquote. Unsere Passquote bei langen Bällen und Flanken lag bei unter 50% und eben, das ist halt eben das, was man sagen muss. In der ersten Halbzeit muss man aber eben auch sagen, wir haben Großchancen verhindert, denn weder Leipzig noch Hertha hatte eine Großchance, aber ja, was soll ich sagen, man hat eben gemerkt, wie Hertha teilweise phasenweise unterlegen war. Benjamin Henrichs hat dann das 1:0 geschossen, erneut ein Abpraller von Alexander Schwolo, der ja erneut keine gute Partie abgeliefert hat und erneut, finde ich, hätte man diesen ersten Gegentreffer verhindern können, genauso wie möglicherweise den vierten Gegentreffer, aber das ist eine andere Geschichte. Gehen wir auf die zweite Halbzeit ein. Man muss zur zweiten Halbzeit grundlegend sagen, dass das ein anderes Spiel war. Man ist viel besser reingestartet, hat direkt den Ausgleich erzielt und das war so wichtig. Direkt den Ausgleich erzielen und weiter am Ball bleiben. Wir hatten danach noch mehr Chancen, mit Jovetic und Richter möglicherweise das 2:1 zu erzielen. Das ist uns nicht gelungen. Und dann im direkten Gegenzug kassieren wir ein Elfmeter-Tor. Eine rote Karte haben wir kassiert. In der 62. Minute hat Marco Kempf die Notbremse gezogen im eigenen Strafraum und deswegen die rote Karte gesehen. Meiner Meinung nach die richtige Entscheidung. Natürlich im Stream habe ich erstmal gesagt, das ist die falsche Entscheidung. Alles ja klar, da war ich emotional aufgeladen. Da konnte ich diese Situation gar nicht richtig einschätzen. Jetzt nach Sichtung der Bilder und dann auch schon mitten im Stream ist mir aufgefallen, Entscheidung komplett richtig vom Schiedsrichter. Es ist wahnsinnig dämlich, wie Marco Kempf in diesen Zweikampf mit Christopher Nkunku reingegangen ist. Der nimmt das Geschenk gerne an und somit ist das dann auch die folgerichtige Entscheidung. Und danach ist das ganze Team nicht mehr zusammengerückt. Es hat ihren Lauf genommen, so hat es Marco Richter beschrieben. Man hatte keine Chance mehr, sich irgendwie durchzusetzen. Und das eben, es ist an allem gescheitert. Wir hatten weder Chance, wieder den Ball zu gewinnen, noch haben wir mit einem Mann in Unterzahl unsere Defensive stabilisiert. Denn in der Innenverteidigung ist der wichtigste Mann durch die rote Karte vom Platz geflogen.
Und mit Linus Gechter war ein gelernter Innenverteidiger, der 17 Jahre alt ist, auf dem Feld. Alle anderen waren verletzt oder nicht da. Und ja, das ist halt eben das, was dann halt passiert. Defensive instabil, das Mittelfeld geschwächt, weil Lucas Toussaint ist in die Verteidigung gerückt. Und so hatte Leipzig enorm viel Platz und konnte dann wirklich Schuss für Schuss für Schuss absetzen. Nichtsdestotrotz, die zweite Halbzeit war auch nicht mal so schlecht. Es war nicht so schlecht, dass wir da hätten 5 Tore kassieren müssen. In der zweiten Halbzeit zum Vergleich hatte Hertha 5 Schüsse und Leipzig nur 7. Hat aber in diesen 7 Schüssen 6 Tore erzielt. Und da kommt wieder nicht nur die Hertha, die schwächere Hertha-Effizienz dazu, sondern natürlich auch die Gnadenlosigkeit von Leipzig, dass jedes Ding ein Tor ist. Wir haben uns phasenweise gut präsentiert, aber es reicht nun mal nicht. In der zweiten Halbzeit war eben Leipzig immer mehr öfter frei vom Tor. Wir haben Räume geboten, standen defensiv instabil und so ist es dann halt eben passiert. Und das ist halt eben sehr, sehr bitter. Nichtsdestotrotz, Anton Kader hat sein Bundesliga-Debüt gegeben. Und das erstmal herzlichen Glückwunsch an ihn. Und ja, grundsätzlich muss man sagen, die erste Halbzeit und auch phasenweise die zweite Halbzeit war es ein ordentliches Spiel. Es war nicht hervorragend, es war einfach ordentlich. Und das gegen einen qualitativ taktisch überlegenen Gegner, der richtig formstark ist. Es reicht zwar natürlich nicht, aber ein Vorwurf der kompletten Mannschaft sollte man nur phasenweise machen. Es ist aber eben unausweichlich, dass man diesen Kopf der Mannschaft kritisieren muss. Der Kopf ist so verdammt wichtig. Ein Erfolgserlebnis, ein 1:1 geschossen und zack ist das Selbstbewusstsein komplett zurück und man möchte Leipzig an die Wand spielen. Aber halt eben auch wieder ein Ereignis, welches das Team in der Mentalität komplett schadet, wie zum Beispiel die rote Karte. Nach der roten Karte ist das Team wieder komplett zusammengebrochen und das zeigt halt eben, dass bei uns irgendwie die Mentalität nicht so ganz hinhaut. Das Team wirkt sehr, ja ich sage mal, wechselhaft von den Leistungen und das, glaube ich, hängt vor allem mit dem Kopf zusammen, nach dem, was ich gerade erläutert habe. Jetzt stehen wir gerade auf dem 15. Tabellenplatz, 1 Punkt hinter Augsburg, 4 Punkte vor Fürth und ja, es sieht wirklich nicht gut aus, aber genau jetzt braucht das Team die Unterstützung. Genau jetzt müssen wir einfach alle dabei sein und einfach hoffen, dass es klappt, damit wir nächste Saison wieder in der Bundesliga sein können. Und das sollte das Ziel dieser aktuellen Saison sein. Es läuft wirklich aktuell richtig schlecht für uns, aber die Möglichkeit besteht. Auch letzte Saison haben wir aus der Quarantäne heraus noch den Klassenerhalt gepackt. Und das, glaube ich, ist auch diese Saison möglich. Vielleicht nicht mit Taifun Korkut, aber die Möglichkeit besteht und wir haben heute ein Spiel gesehen, beziehungsweise gestern. Es war nicht eine komplette Katastrophe. Phasenweise waren wir dabei, aber wir sind eben komplett zusammengebrochen. Und nächste Woche, wenn wir vielleicht nicht 14 Ausfälle haben, wenn vielleicht der Kapitän, ein Vizekapitän oder sonst einer zurückgekehrt ist in das Team, um die Qualität zu steigern, vielleicht können wir dann auch mal wieder mehr als einen Punkt, mehr als das rausholen, was wir momentan rausholen. Ich würde sagen, gehen wir jetzt auf die Noten ein. Alexander Schwode kriegt von mir 2 von 10 Punkte. Fredrik André Björkern kriegt 3 von 10, Marc-Oliver Kempf kriegt 2 von 10, Linus kriegt 3 von 10, Peter kriegt 3 von 10, Vladi kriegt 3,5 von 10, Santi kriegt von mir noch 4 von 10, Lüke kriegt 4 von 10, Isa kriegt 5 von 10, Stefan kriegt hier 6 von 10 und Marco hat mir an sich auch gut gefallen, kriegt von mir 6 von 10 Punkte. Wie gesagt, das 1:6 klingt heftiger als es eigentlich war. Die Partie grundlegend war in Ordnung und darauf lässt sich weiterhin aufbauen. Ansätze waren zu sehen. Und gegen Freiburg werden wir ganz genau sehen, ob Taifun Korkut wirklich noch Trainer von Hertha BSC bleiben sollte. Aktuell sieht es so aus, als sei Hertha BSC ein Scherbenhaufen. Aber ich glaube, da ist noch etwas in der Mannschaft und Potenzial, welches man rausholen kann. Und dass wir hoffentlich gegen Freiburg nächste Woche einen Sieg sehen werden. Heute sah es leider nicht so ganz aus. Es hat nicht geklappt. An dieser Stelle. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu sehr schön geredet. Die Probleme muss man natürlich trotzdem benennen und ich denke mal, die werden wir auch angreifen. Würde ich trotzdem mal dieses Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen auf jeden Fall zu einem neuen Video wieder. In der Endcard hier seht ihr noch ein Video, wo ich die ganze Jugend von Hertha BSC einmal bewertet habe. Und solltet ihr dieses Video gefallen haben, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Wir sehen uns morgen wieder. Genießt den Abend und tschüss.